schlafen in Tegel und ihr seht, ich habe nur Handgepäck mit, das ist Carry-On und das hier ist der Rucksack, das Personal Item, was man immer noch mitnehmen darf. Ich ziehe euch gleich weg. Da unten wird jetzt geboardet. Ich bin immer die Letzte, die einsteigt und gehe dann auch immer ganz nach hinten, weil meistens sind dann noch Plätze frei. Und dann kann man, wenn man ganz doll Glück hat, sogar eine ganze Reihe für sich haben und dann richtig schlafen, weil ich kann im Flugzeug nur schlafen, wenn ich wirklich flach liegen kann. Müsst ihr immer drunter schreiben, wie das bei euch ist. Ich werde euch in New York auf jeden Fall ein bisschen mitnehmen. Ich weiß noch nicht, in welchem Umfang. Wir werden sehen. Jetzt von Last Call. Ich muss mich beeilen. Ciao. Da. Ciao. Ich bin im Flugzeug und ich habe Fresca und ich habe auch noch Kaffee. Ups, ich muss hier aufpassen, dass nicht zu viele andere drauf sind. Decaf, weil ich gleich versuchen will zu schlafen. Ich habe nämlich tatsächlich eine ganze Reihe für mich. Ich bin immer so dreist, ich weiß nicht, wie es geht. Ciao. Hallo ihr Lieben. Ich bin total gejetlaggt, deswegen bin ich gerade ein bisschen allein unterwegs. Ich habe Kaffee geholt bei 7-Eleven. Da gibt es immer zuckerfreien Sirup, Haselnuss und Karamell, die mische ich immer. Und in diesem Fall habe ich jetzt Decaf genommen, falls ich doch nochmal schlafen will bald. Aber sonst nehme ich gerne Hazelnut oder French Vanilla Roast. Genau. Und jetzt werde ich aber mal in den Supermarkt gehen. Ich war gerade schon in zwei Supermärkten und habe dort schon in einem Supermarkt, in dem ganz kleinen bei uns um die Ecke, und habe dort schon 5 neue gefunden, die ich alle probieren will. Das war der kleine Supermarkt. Wenn ich jetzt in den großen gehe, Leute, ich werde so überfordert sein hier. Oh mein Gott, ich hoffe gerade so ein bisschen, fast schon, dann eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber eigentlich wäre es gut, wenn die jetzt gar nicht so viel haben. Aber das ist auch noch nicht so ein großer. Ich gehe jetzt hier in Brooklyn zu Superfood Town. Es ist ein großer Food Town, aber immer noch. Ja, Target und Stop & Shop und Walmart stehen ja auch noch aus und Costco, obwohl die ja meistens nicht so viel. Whole Foods, Trader Joe's, das sind so die, wo ich sonst immer Eis hole. Deswegen, wir schauen mal. Das ist jetzt der erste und ich nehme euch einfach mal mit, weil ich es einfach mache. Aber es ist auch organic. Aber die Preise sind hier schon krass manchmal, wenn es nicht ein super Angebot ist. Coleslaw liebe ich auch total. Da oben eher. Aber es ist auch immer so teuer. Das ist auch richtig geil, der Broccoli Slaw. Und die sind auch immer richtig überteuert. Die kann man nur mal im Angebot bekommen. Aber die sind auch so cool, diese Fertigmix. Die gibt es ja auch in Holland total viel. Jetzt nicht so was Besonderes, aber ich zeige sie euch einfach mal. Ich laufe jetzt relativ straight zum Eis und hoffe, ich werde hier nicht aufgehalten wegen dem Film. Carrot Health Cake. Bean Pie. Der ist aber nicht so healthy, den habe ich mir schon mal angeschaut. Boah. Sorry, Fleisch ist nicht meins. Pumpernickel-Buhl. Das ist alles halt dieses weiche Brot, ne? Ganz typisch. Kann man total eindrücken. Mushy, squishy. 7-Up-Kuchen, what the fuck? Ja, und das ist ein ganzer Kuchen 2,99, ne? Also stell dir das dann so Kuchen 2,99 und die Tomaten 2,99. Oh Mann. Das ist alles Hummus, das ist ziemlich geil. Die Mac haben wir ja auch, glaube ich. Oh ja, ich habe gestern als Willkommensgeschenk einen Red Velvet Muffin und einen Dunkel Muffin bekommen. Mega geil. Aber vegan. Lemon Poppy Seed Carrot Muffin. Also sie sehen schon richtig cool aus. Ja, und die Brötchen hier, ne? Die sind halt alle total zum Eindrücken. Ihr seht, wie luftig die sind. Aber das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Schaut euch mal die anderen Videos dazu an. Das sind Ice Cream Cakes.
hier wollte ich doch hin. Diese neuen Pop-Tart Crisps, habt ihr die schon probiert? Oder habt ihr davon gehört, ob die sich lohnen? Fiber-One Brownies kann ich euch immer empfehlen. Und die sind echt lecker, diese Protein Bars tatsächlich. Die mochte ich sehr gerne, die hatte ich schon mal. Ja, und Jemima ist jetzt nicht so meins. Hier sind ganz viele so Proteinriegel. Aber wenn euch da irgendwas näher interessiert, sagt Bescheid, dann filme ich euch das auch in anderen Supermärkten nochmal näher. Ich gehe jetzt nur relativ schnell durch, um zum Eis zu kommen. Captain Crunch, Fruity Pebbles. Aber so klein, ganz schön groß, ne? Oder sowas. Aber da sind nicht so coole Sachen drin. Ja, Malto Meal. Das ist irgendwie so diese Eigenmarken-Dinge. Da ist auf jeden Fall schon die Berry, die Apple-Sings. Die sind ganz gut. Das sind quasi so Applejacks-Nachmache. Fruit Loops Marshmallows. Die will ich unbedingt probieren. Und davon gibt es diese Zimt-Sugar-Karte. Die gibt es gerade leider nicht mehr. Doch, hier. Oh mein Gott. Okay. Ich sehe mich schon Koffer aufbuchen. Oh Mann. Live habe ich hier noch mit Gingerbread und Pumpkin Spice da gelassen. Nehme ich diesmal mit. Habe ich letztes Mal noch gekauft. Die kann ich euch sagen, habe ich probiert. Die finde ich jetzt gar nicht so super. Die sind halt, ich finde da sogar Frosted Flakes besser. Also Quatsch, die ganz normalen Cinnaminis, die hier Cinnamon Toast Crunch heißt, besser. Und das hier sind auch eines meiner liebsten Cereals hier, die Upsorberries. Peanut Butter Crunch sind auch ganz gut. Trix mag ich auch richtig gerne. Cheerios, ich weiß nicht, bin ich gar nicht mehr so ein riesen Fan von. Ich weiß nicht warum. Und da müsst ihr mal sagen, ob sich da welche von lohnen. Eher die Donuts oder die Honey Buns. Vielleicht haben ja einige von euch da schon Reviews zu gesehen. Das würde mich interessieren. Ich weiß nicht, da habe ich einige Reviews zu gesehen. Ich glaube, die probiere ich nicht. Die habe ich in London probiert. Die fand ich ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Und S'more Cereal, da überlege ich noch. Das sieht ziemlich gut aus, ehrlich gesagt. Davon hatte ich die mit Cinnamon und die sind richtig gut, kann ich euch nur empfehlen, also von den Annies, die Cinnamon Bunnies. Und die will ich auch unbedingt probieren, die Love Bone Sea Stars. Die sind sogar runtergesetzt, vielleicht hole ich die jetzt sogar. Ist halt so ein bisschen healthier Zeugs. Pumpkin Spice, hallo Martina, ich grüße dich. Puffins. Ja, Pumpkin Spice ist eher Carrot Cake Season gerade. Wenn es nicht so teuer wäre, würde ich auch mal sowas probieren, ne? Aber schon. Hier sind so ein paar Oreos. Ja, Cheese Dip in allen möglichen Varianten. Ich weiß eigentlich nicht jede Reihe machen. Ich will nur kurz gucken, ob es hier irgendwas mit Pumpkin Spice gibt. Aber nein, das ist einfach noch nicht jetzt Zeit dafür. Liebe Grüße an Sven gehen raus. Lifesavers, Sugarfree, die sind gut, die mag ich. Aber auch die ganz normalen als Gummibärchen. Der hat die nämlich auch immer, die Lifesavers. Ja. Guck mal, es gibt sogar ein bisschen Rittersport. Manche Läden haben aber auch mehr Sorten. Ah, genau, doch, die Kekse, da wollte ich kurz hin. Aber die Oreo-Sorten sind hier in dem Markt meistens nicht die tollsten. Aber sie haben die neuen S'mores Oreos. Immerhin. Das ist eine kleine Packung. Was? Ja, aber die nehme ich, glaube ich, nur zum Probieren. Weil die Carrot Cake hat mich total überrascht. Liebe Grüße an Fabienne! Oh Gott, und die Carrot Cake, die sind so geil. Wenn ihr die irgendwo bekommen könnt, kauft sie euch. Sie sind einfach nur der Hammer, wirklich. Ich liebe sie. Sogar noch Easter Egg Oreos hier. Birthday Cake, ich weiß, habe ich nicht so abgeholt. Red Velvet Cake habe ich noch nicht probiert. Können die was? Habt ihr die probiert? Sag mal Bescheid. Ja, genau. So, jetzt habe ich hier schon Kekse dabei, die ich gar nicht holen wollte. So laute Musik, mein Gott. Das ist die Haarmilch-Riegel, die ist hier viel kleiner als in Deutschland. Ich hoffe, ihr versteht was, weil es so laut ist hier die Musik. Die haben hier viel weniger Haarmilch als wir.
wirklich mehr refrigerated, also im Eisfach, Kühlschrank. Ja. Ich guck gerade. Reese's. Ja, das Erdnussbutterregal ist hier natürlich auch immer viel größer. Aber gibt es auch eine größere Auswahl. Das soll ja auch so richtig gut sein, habe ich gehört, habe ich mir sagen lassen. Nutella und Go haben sie hier jetzt auf jeden Fall auch. Skippy da unten. Fluff. Geht noch ein bisschen gesündere Erdnussbutter. Pibitu hole ich ja auch immer, meistens von den Eigenmarken. Im kleinen Laden bei uns um die Ecke habe ich eben schon die Talenti mit Layers gesehen, die scheint es hier aber gar nicht zu geben. Aber die Enlighten ist am Stiel. So, und das Eis ist da ganz hinten. Die Pizzen sind hier auch immer viel größer. Wie gesagt, wenn euch das alles ein bisschen näher interessiert, sagt Bescheid. Der Fokus ist jetzt hier auf Eis. Aha, hier geht's los. Coconut Bliss, die gab es sogar eine Weile hier. Cookie Dough auf Kokosnussmilchbasis von Dairy Free will ich unbedingt probieren. Jenny's. Sie haben sogar das Vegane, oder ist es nicht? Nee, es ist nachher Mist. Aber trotzdem, das Brown Almond Butter wollte ich schon lange probieren von Jenny's. Und jetzt kommen wir mal darüber. Cherry Garcia with a Twist von Ben Jerry's. Seht ihr es? Ich liebe es. Peanut Butter Marshmallow Swirl ist auch ganz gut. Das Chocolate Enlightenment hat mich nicht so überzeugt tatsächlich. Aber das Peanut Butter Marshmallow Swirl und das Cherry Garcia with a Twist, das müsst ihr probieren, wenn ihr könnt. Und mein allerliebstes, der Froyo, oh mein Gott, da ist er, der Half-Baked Froyo vor allem. Die haben jetzt noch keins von den neuen, da muss ich wahrscheinlich doch zu Target oder so, mal gucken. Also von den neuen veganen, meinte ich. Halo Top haben sie eine ganze Menge. Auch dieses komische Mochi Green Tea, aber ich mag Grün Tee Geschmack nicht so gerne. Chocolate Mocha Chip, das wollte ich auch schon lange mal probieren. Arctic Zero, Non-Dairy sogar. Cookie Dough Chunk. Ah, vielleicht traue ich mich da irgendwann mal dran. Ach ja, und das Caramel Oatmeal Cookie Crunch von Enlightened ist auch richtig gut. New York Style Cheesecake Dryer, das habe ich auch noch nie gesehen. Wie gesagt, hier sind einige. Aber nee, von Ben Jerry's jetzt noch keine der neuen Core-Sorten. Gar nichts gesehen. Gut, dann muss ich nochmal woanders hin. Dann wird hier jetzt nochmal kein Eis geholt. Ich weiß, was sie haben. Im Notfall wird noch ein Half-Baked-Abend geholt. Ja, genau. Jiffords, auch wieder Grüße an Fabienne, aber ihre Lieblingssorte gibt es hier nicht, Moose Trucks. Ich glaube, da drüben sind manchmal noch alles Sachen, wenn ich sage das. Genau, das haben wir schon ein paar Mal gesehen, die Spirits, das Irish Cream und hier das Stout mit Chocolate Pretzel Crunch, Bourbon Vanilla Truffle, aber das Vegane auch wieder. Ich dachte, da oben. Okay, das werde ich holen, da ist es, das Non-Dairy Spirits Amaretto Black Cherry. Das wird geholt, werde ich unbedingt probieren. Ja, vielleicht wird das sogar die erste Review jetzt. Das werde ich holen. Oh, und Milch muss ich holen. Darf ich nicht vergessen. Deswegen bin ich eigentlich hingekommen. Und zum Gucken. Ja, ich glaube, das Eis haben sie hier weggeräumt. Gut, dann war es das erstmal. Tschüss, ihr Lieben. Lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und schreibt bitte drunter, was euch jetzt alles so interessieren würde hier.